Etwa alle 3 bis 5 Tage werden die ukrainischen Soldaten in den Frontstellungen ausgetauscht, um wieder zu Kräften zu kommen. Während dieser Zeit trainieren sie an den Waffen und rüsten sich wieder für den nächsten Einsatz. Mein Reporterkollege Max Hermes hat eine Einheit in ihrer Basis nahe der Front besucht. Hier sein Bericht. Die 72. Brigade empfängt uns in ihrem Hauptquartier nahe der Ostfront. Zu Beginn des Kriegs als Freiwilligentruppe gestartet, sind die Männer und Frauen wie Oksana zum schlagkräftigen Bestandteil der ukrainischen Armee geworden. Die erst 19-Jährige berichtet von ihrem bisher härtesten Tag. Das war der 14. August. Die Russen griffen uns mit 5 Panzern und geballter Artillerie, Mörsern und Infanterie an. Wir waren ganz vorne an der Front und haben unsere Munition bis zur letzten Patrone verfeuert. Dann mussten wir unter starkem Beschuss fliehen. Inzwischen sind sie kampferprobt und bis an die Zähne bewaffnet. Einer der Männer zeigt uns die amerikanische M2 Browning, mit der sie gegnerische Angriffe abwehren oder selbst gezielt auf den Feind schießen. Dieses schwere Maschinengewehr ist sehr effektiv, aber unsere Schützen sind auch ein gern genommenes Ziel der Russen. Deshalb müssen wir unsere Positionen nach den Schüssen sehr schnell wechseln, denn dann folgt meist ein direkter Gegenangriff. Die Truppe will uns ihre Schlagkraft beweisen. Wir begleiten sie raus ins offene Gelände. Das Hauptquartier der Soldaten liegt nur etwa 10 Kilometer von der Front entfernt. Hier auf den umliegenden Feldern wollen sie uns ihre Waffen präsentieren. Nur wenige Handgriffe sind nötig, dann haben die Männer einen Mörser zusammengebaut. Auf einen Streich, scherzen die Soldaten, könnten sie damit 2 Russen töten. Es gibt 2 Möglichkeiten, den Mörser einzusetzen, aus einer sicheren Position heraus auf die Russen zu schießen oder vom offenen Feld aus, wenn wir die genauen Koordinaten des Feindes kennen. Dann landen wir einen fast sicheren Treffer und können schnell wieder abziehen. Nur zum Ausspionieren, nicht aber zum Schießen, setzen die Ukrainer diesen Drohnentyp ein. Die Drohnen helfen uns herauszufinden, wann die Russen ihre Truppen gegen frische Soldaten austauschen. Wenn wir das sehen, geben wir die Koordinaten an unsere Artillerie weiter und die übernimmt den Rest. Dass andere Drohnen auch tödlich sein können, zeigt uns einer der Soldaten im Hauptquartier. Vorbereitungen für den nächsten Einsatz an der Front.